Burger Pommes Hater veröffentlicht meine Handynummer. Oh nein. Leute, es ist was richtig Schlimmes passiert. Und zwar habe ich vorhin noch mit Jonas hier diese Brawl Stars Mystery Boxen aufgemacht. Ey! Yo, Jonas! Ey, yo, Jonas hat mit Faro Brawl Stars gespielt, ne? Ich will auch einmal mit ihm Brawl Stars spielen. Sagt ihm das. Und ich habe die auch ja eben aufräumen wollen. Und dann hat es auf einmal eben an meiner Tür geklingelt. Leute, ich habe jetzt einfach mal aus Panik hier die Klingel ausgemacht. Und Leute, es lag direkt vor meiner Haustür dieser Zettel, Leute. Und Bro, ey, ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Und zwar steht hier erstmal, ja, 0171. Das sind tatsächlich die ersten vier Buchstaben von meiner Handynummer, Leute. Steht dort folgendes: Ich veröffentliche deine Nummer, außer du löschst den Burger Pommes Song. Entscheide dich bis 8. Ey, Bruder, ist das so ein Prank Bros ass Video oder was? Ist das so ein Prank Bros ass Video? Von meiner Handynummer, Leute, und dann steht dort folgendes: Ich veröffentliche deine Nummer, außer du löschst den Burger Pommes Song. Entscheide dich bis 18 Uhr und dann hier so T und P. Alter, Leute. Ey, das ist safe einer von denen, die meinen Burger Pommes Song gehatet haben, Leute. Mir ist das echt egal, Leute. Einer von denen, Bruder? Es gibt zu viele. Viele feiern den Song, viele feiern den Song nicht, aber ich finde ihn auf jeden Fall cool. Ich feiere den Song auch, ich sag ehrlich. Leute, irgendjemand feiert den so krass nicht, dass er wohl sich dafür rächen will oder so. Ich frage mich echt, wer das sein soll. Irgendjemand muss es auch sein, der meine Adresse kennt und meine Handynummer. Also ich weiß natürlich nicht, ob er meine Handynummer kennt, aber das sind die ersten. Ey, einer schreibt im Chat, das ist fake. Chat, bitte erklärt ihm, dass das nicht fake ist. Das ist real, Bro. T und P war vor seiner Haustür und hat diese Nachricht da hinterlassen. Okay? Mann. Vier Buchstaben davon. Und Leute, die Frage ist jetzt, was soll ich machen? Ich würde sagen... Jo, Jonas schreibt, ich soll ihm auf Instagram schreiben. Ja, okay. Ich folge ihm erstmal. Ich schreibe ihm nach dem Stream. Jo, Jonas. Wie heißt denn der? Ich folge ihm erstmal nur. Ich schreibe ihm nach dem Stream. Wir rufen jetzt sofort die Polizei an und fragen mal... Wie Love Ryzen, danke für den 12. Was ja ein Jahr die Strafe dafür ist, wenn man eine Handynummer... Guckt in dem Chat, jeder sagt, es ist real. ...war einfach veröffentlicht von irgendjemandem im Internet. Deswegen, let's go. So Leute, ich bin jetzt richtig sauer. Und zwar hat er mich ja eben auch bedroht, Leute, dass ich den Burger Pommes Song löschen soll. Und ich rufe jetzt sofort die Polizei an. 110 und ich würde sagen, let's go. Guten Tag, Polizeipräsidium Mannheim. Mein Name, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, und zwar, ich habe ein ganz großes Problem. Es wird jemand meine Handynummer veröffentlichen. Ich bin YouTuber, ich habe 2 Millionen Abonnenten und es wird. Jeder wird meine Handynummer kennen, der bedroht mich. Beruhigen Sie sich erstmal. Wie heißen Sie erstmal? Das Wichtigste zuerst. Lukas Wolf, mein Name. Ja, ich hab einen großen YouTube-Kanal und jemand will meinen Burger Pommes Song löschen und der will, dass ich meine. Der will meine Handynummer veröffentlichen. Der hat mir gedroht. Der war bei mir zu Hause, der hat so einen Zettel hinterlassen und der hat gesagt, der veröffentlicht meine Handynummer, wenn ich nicht meinen Song lösche. Also es geht um Erpressung. Richtig. Also das heißt, ich komme direkt zu euch und erstatte eine Anzeige, richtig? Das wäre am besten, ja. Das ging am schnellsten. Ja, ich fahre sofort zu euch hin und wir erstatten die Anzeige. Oh Leute, ihr habt es gehört auf jeden Fall. Julian, danke für den 2. Richtig viel können sie nicht machen. Ich kann jetzt nur eine Anzeige erstatten. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich fahre jetzt sofort zur Polizei und erstatte Anzeige, Leute. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir... Ey, es ist krass, Digga. Wir haben Prank Bros Newcomer-Chat. Oh, 900 Sub-Chat! 900 Subs, W's in den Chat. Ich weiß jetzt nicht, ob er meine vollständige Nummer weiß oder nicht, Leute, aber jetzt auf zur Polizei. Also ich war jetzt hier gerade bei der Polizei, Leute, und habe jetzt Anzeige erstattet. Ich muss auf jeden Fall erstmal Folgendes sagen, also sie waren auf jeden Fall sehr, sehr nett, die Kollegen. Allerdings, ja, bringt das jetzt nicht viel, weil bis da nachgegangen wird, das Ganze alles bearbeitet wird, Leute, ist schon viel zu spät, weil heute Abend 18 Uhr wird meine Nummer geleakt, Leute. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss jetzt irgendwie einen neuen Plan oder so ausdenken, Leute. Er macht das sogar, also er faked das relativ gut, finde ich. Aber, ja, Leute, ich bin richtig verzweifelt, ich gehe jetzt ins Auto. Leute, ich bin die ganze Zeit richtig sauer und bin am Überlegen gewesen, wegen diesem Zettel nochmal. Und hier unten steht auch dieses T und P, Leute. Ich habe jetzt einfach entschieden, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Lukas ist der verlorene dritte Prank, Bro. Bruder.
Ich bin der dritte Prank, Bro. Meinst wenn, dann der vierte. T und P. Und mir kam irgendwann die Idee. Tim, Paul, Leute, ich bin so ganze Namen durchgegangen. Aber mir ist dann die Idee gekommen, Takis und Prime. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Leute, weil es gibt ja auch den Takis und Prime Song. Ja, vielleicht ist das irgendjemand, der diesen Song übelst feiert und meinen richtig hatet. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach zum Candy Store hier fahren, wo ich halt immer bin. Deswegen, ja, das ist meine Idee. Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger, Pommes auf die Eins. Okay, Leute, ich bin jetzt hier zu meinem Lieblings-Candy-Store gefahren. Wie gesagt, Candy-Store SFD in Ludwigshafen. Und Servus! Servus! Okay, Leute, und jetzt müssen wir mal hier gucken. Einmal bei den Takis natürlich erstmal. Weil, ja, ob wir hier irgendeine Art Hinweis oder irgendwas finden, Leute. Ich weiß nicht. Bei den Zombie-Takis glaube ich nicht. Wenn, dann vielleicht doch eher bei den Blue Heat, Leute. Ich glaube, die sind da hinten gewesen. Oder? Boah, ausverkauft! Alter, geisteskrank. Ja, okay, dann müssen die vielleicht sogar hier sein. Okay, Leute, wir gucken nochmal hier. Echt gar kein Plan. War zufällig so ein komischer Typ oder sowas heute da? Da waren zwei Typen da. Einer war ziemlich groß. Ah, okay. Genau. Hattest du die gekannt oder so? Nee. Wie er lachen muss. Guck mal, wie er lachen muss. Ja, da war eine, ja, Da, einer war ziemlich groß. Ah. Guck mal, wie er lachen muss. Okay. Ja, aber... Okay. Genau. Hattest du die gekannt oder so? Nee. Und der eine war ziemlich groß, sagst du? War ziemlich groß, ja. Okay. Also ist kaum durch die Tür gekommen. Ehrlich? Ja, ja. Okay, heftig. Haben die hier irgendwas gemacht oder gekauft so? Die haben sich hier umgeschaut. Ja. Und dann haben die hier im Kühlschrank, waren die längere Zeit. Hier? Hast die genau gemacht? Geh ja, Insta, genau. Guck Jonas... Ich schick Jonas eine Audio. Was geht, Jonas? Willst du später Brawl Stars spielen oder morgen? Wenn ja, dann lass für morgen eine Uhrzeit ausmachen. Also ich gehe später safe rein, aber sonst lass morgen eine Uhrzeit. Ich weiß nicht, wie lange du streamst. Ja, geil. Okay. Aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Okay, warte mal. Vielleicht bei Prime, Leute. Okay. Ah, lol, wir haben nur eine gelbe Prime. Verkaufst du die gelbe Prime normalerweise? Eigentlich nicht? Okay, Leute, hier gelbe Prime am Start. Oh mein Gott, Digga. Ey, das Geilste am Video ist, dass seine Nummer ja selbst liegt. Also er zeigt die ja einfach in die Kamera so. Also wenn es seine Mund... Wisst ihr, wie ich meine? Das ist das Geilste am Video. Also er spielt relativ gut, finde ich. Also es ist nicht so kacke. Aber er zeigt ja die Nummer selbst. Also er entscheidet sich ja dafür. Das war gar kein Sinn. Ja, nein, Leute. Das sind die nächsten zwei Zahlen von meiner Handynummer. Okay, es war auf jeden Fall jemand da. Da war jemand da, ja. Ja, oh mein Gott, nein, Digga. Ich glaube, der hat die echt, Leute. Also jetzt wissen... Oh mein Gott, und da ist noch ein Tipp. Krokodil. Jetzt sind wir schon 0171 und 64. Leute, merkt euch das. Was ist das denn hier unten? Kennst du das? Was ist das? Eine Eidechse? Sieht aus wie ein Krokodil, oder? Oh mein Gott, ein Krokodil, sagst du? Ja. Oh, ey, wenn das ein Krokodil ist, Leute, dann... Ey, ich hoffe, der will meinem Baby-Krokodil nichts antun. Aber es kann auch sein, dass er da bei diesem... Krokodiltypen das vielleicht meint. Vielleicht muss ich da mal hingehen, Leute. Auf jeden Fall, ey, ich danke dir. Ich danke dir. Ey, du hast mir richtig geholfen, weißt du das? Auf jeden Fall, Leute, die gelbe Prime nehme ich lieber mit, ne? Vielleicht ist da noch ein anderer Hinweis mit drin. Ich würde sagen, let's go. Also, Leute, ihr seht schon, auf jeden Fall extra an einer gelben Prime-Flasche wahrscheinlich platziert, damit die so ein bisschen, ne, raussticht, dass ich das, ich sollte auf jeden Fall ja, das Ganze super schnell damit. Ich mache die jetzt mal kurz auf. Leute, die riecht ganz komisch. Digga, das ist keine normale Prime. Leute, das ist, ich glaube, Krokodilpisse. Irgendwas wurde mit dieser Prime-Flasche gemacht, Mann. Ich trinke die auf jeden Fall nicht weiter. An sich liebe ich die gelbe Prime, die ist richtig krass, aber irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht, Leute. Ich würde sagen, auf geht's zum Krokodiltypen, und zwar zu Lunches Spider-World. Der hat ganz viele verschiedene Tiere. Und vielleicht finden wir bei seinem Krokodil den nächsten Hinweis, beziehungsweise vielleicht die nächsten Zahlen meiner Nummer. Ich hoffe auf jeden Fall nicht. Let's go. Okay, Leute. Er hat, muss man aber sagen, voll die schönen vielleicht Augen. Die nächsten Zahlen meiner Nummer. Ich hoffe. Er hat krasse Augen. Auf jeden Fall nicht. Let's go. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier angekommen. Servus. Hey. Ey, moin. Und zwar, ich habe ein richtig großes Problem. Jemand will meine Handynummer veröffentlichen. Oh je. Der will mir schaden und irgendwie... Oh je. Hier wurde ich mit den Hinweisen hergeführt. Ich soll hierher kommen. Aber okay. Bist du... Ich bin gerade eben erst gekommen. Ist eigentlich niemand da. Es kann keiner rein. Aber ach so. Okay. Warst du einen Tag jetzt weg oder wie? Ich war jetzt den ganzen Tag weg. Toll. Okay, krass. Ja, dann lass mal reingehen vielleicht. Oh je, Edlib von Shorty. Was?
Okay, also du warst den ganzen Tag nicht zu Hause, ne? Den ganzen Tag nicht da. Okay, und war irgendein Besuch gestern oder sowas? Gestern war kurz Besuch da. Gestern war kurz Besuch da, aber ich bin mit dem Besuch gegangen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was passiert ist oder gemacht worden ist. Okay, okay. Können wir vielleicht kurz zum Baby gucken? Ja, natürlich können wir. Boah, ich mache mir gerade echt ein bisschen Sorgen, Leute, weil da war so ein Krokodil aufgemalt und irgendwie, ich weiß nicht, das war so meine erste Idee, dass da vielleicht irgendwas ist beim Baby-Kroko. Guck mal. Okay. Schildkröte ist da. Ja, Schildkröte ist da. Ist auf jeden Fall auch nicht, kein Hinweis bisher. Kroko ist auch da. Oh, Baby-Kroko ist da. Hier sehe ich auch keine Veränderung. Nee, wir könnten mal drüben schauen. Ja, lass mal drüben gucken. Ist ja nicht das einzige hier. Stimmt. Vielleicht so, meinst du beim großen Krokodil? Vielleicht. Oh, okay, lass mal reingehen. Okay, lass Chat. Jonas. Und ich morgen Brawl Star Duo Action. Uhrzeit 20 Uhr, 21 Uhr. Ich hab's mir jetzt einfach geschrieben, Jojo. Mal reingehen. Oh mein Gott, okay. Hier ist das große Kroko. Ah, lol. Der hat, oh mein Gott, der hat einen Zettel im Mund. Siehst du das? Was ist das denn? Warte, ich wollte ihn. Also, warte mal, das hatte der doch nicht gestern, oder? Also, das macht keinen Sinn. Oh mein Gott, Leute. Alter, was? Das ist nicht mal ein Krokodil. 3-9, oh mein Gott, das sind die nächsten Nummern. Wie kann das sein? Wie ist das hierher gekommen? Das kann ich hier gar nicht sagen, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott, das heißt, irgendjemand muss in deiner Wohnung gewesen sein, oder? Das kann gut aussehen, vielleicht... Vielleicht jemand von dem gestern als Besuch da war. Wir hatten gestern ein paar Leute da, die Tiere sehen wollten. Oh mein war Gott. Das extra ausgemacht. Das kann sein, ne? War da irgendjemand Komisches dabei, wo du so dachtest, komisch nein, oder so? Nicht. Das war zwei Jugendliche mit zwei kleineren Kindern, aber. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Boah, das ist. Leute, ich habe gerade echt Angst, weil das sind die nächsten zwei Nummern. Und hier ist nochmal so ein M. Glaubst du, das ist das McDonalds-Logo? Vielleicht M. Ich glaube, das ist das McDonalds-Logo, oder? Das könnte McDonalds-Logo sein, ja. Boah, ey, das ist echt heftig, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall sofort zu McDonalds gehen. Und ja, dann schaue ich mal, was ich dort finde. Boah, hat er sich bewegt? Das ey, ich werde jetzt auf jeden Fall sofort zu McDonalds gehen. Und das ist... Ist das ja. ein Krokodil? Boah, ey, das ist echt heftig, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall sofort zu McDonalds gehen. Und das ist ja ehrlich ein Krokodil! Oh mein Gott! Ich habe das jetzt erkannt. Oh mein Gott, Digga. Das hat sich einfach nur nicht bewegt die ganze Zeit. Ja. Dann schau ich mal, was ich dort finde. Ey, erstmal vielen Dank dir, ne? Gerne. Alter! Boah, ich bin. Leute, ich habe echt Angst bekommen. Sag ich euch ehrlich. Bewegen sich Krokodile einfach nicht, oder wie? Let's go. Okay, Freunde, ich bin jetzt ganz schnell zu McDonald's gefahren. Und zwar der McDonald's aus dem Musikvideo. Ich kann mir nur vorstellen, dass der gemeint ist. Und zwar, ihr seht mal hier, direkten Vergleich zum Musikvideo. Genau hier wurde auch der McDonald's in die Luft gesprengt, Leute. Hier mit den TNT-Blöcken. Der wurde zum Glück bisher, also mittlerweile wieder aufgebaut, ne? Und Leute, auf jeden Fall gucken wir jetzt hier ganz genau nach dem nächsten Hinweis. Wir haben hier auf jeden Fall außen noch eine richtig krasse Rutsche am Start, Leute. Aber ich glaube, diese Rutsche kann auf jeden Fall ja nicht wirklich gemeint sein, weil die hatte eigentlich in dem Musikvideo überhaupt keine Relevanz oder so. Deswegen, wir gehen jetzt mal ganz schnell in den McDonald's und versuchen dort den nächsten Hinweis zu finden, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir gehen jetzt einfach mal rein und hoffen, dass wir jetzt hier einen Hinweis finden. Also Leute, dieser McDonald's ist wirklich Legende, sage ich euch. Ich zeige euch jetzt auch mal den Tisch, wo im Musikvideo die ganzen Happy Meals da waren. Und zwar dieser Tisch war das wirklich, Leute. Das heißt, genau hier saßen die ganzen Zuschauer. Und sozusagen hier ja, waren dann Marvin und ich, Leute. Und von dort die Kamera sozusagen. Hier wurde also das Ganze gedreht. Bisher habe ich auf jeden Fall noch keinen Hinweis gefunden. Aber Leute, ich bestelle mir jetzt einfach erstmal ein bisschen Burger Pommes, würde ich sagen. Das Ganze mal Terminal. Jetzt bestellen. Er hat daraus Let's go. Mal so, Leute, ich habe jetzt hier direkt neben dem Happy Meal Tisch Platz genommen und werde jetzt erstmal hier Fett Burger Pommes fetzen. Ja, ich habe tatsächlich den ganzen McDonald's durchsucht. Ich habe nichts gefunden. Gar nichts, Digga. Ich habe jetzt echt Angst um meine Nummer. Ich brauche es erstmal zur Beruhigung. Bisschen Burger Pommes Turm Snack, Leute. Let's go, Leute. Burger Pommes Turm Snack. Und ich würde sagen, einmal wegfetzen, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal und überlegen nochmal weiter, wo wir auf jeden Fall was machen können. LOL! Fetzen. Ja, ich habe echt Angst um meine Nummer. Ich brauche es erstmal zur Beruhigung. Bisschen Burger wegfetzen, Leute.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal und überlegen noch mal weiter, wo wir auf jeden Fall was machen können. LOL! Oh Mann, Alter. Ja, Leute, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal und dann sehen wir, wenn ihr... Ich hab noch nie sowas Unechtes gesehen, sowas Reales. Noch nie sowas Reales gesehen, Digga. Bro, ey, warte mal kurz, Digga. Da ist das Burger-Pommes-Plüschtier, Digga. Genau da saß ich, Leute. Genau hier ist der Tisch aus dem Musikvideo. Oh mein Gott, ich hab's doch gefunden. Alter, das war richtig gut versteckt dieses Mal. Okay, Leute, müssen ganz, ganz schnell hin. Ey, warte mal, Bro. Ey, Bro, da kommt man ja gar nicht drauf. Oh mein Gott, Mann, das ist gut versteckt. Alter, das ist echt Next Level. Ich hab das nicht mal am Anfang von draußen gesehen. Next Level. Aber beim Rauslaufen hab ich's gesehen. Und zwar einfach mal das Burger Pommes Plüschi. Leute, oh mein Gott, wie geil. So. LOL. Oh mein Gott. Hier sind die nächsten Zahlen von meiner Handynummer. Digga, das gibt's doch nicht, ne? Und zwar, Leute, wir müssen das jetzt mal genau hier aber einmal jetzt abmachen. Kann es nicht mehr zeigen. Ja, Leute. Und unten sehen wir noch Ei. Digga, ist das von Kevin oder von Eierkopf oder was? Oder sollen wir jetzt einfach bei einem Ei oder so schlecht zensiert, man hat einfach die zwei gesehen. So gucken. Keine andere Idee, als dann sonst den Supermarktbusch immer hingeht zum Einkaufen, Leute. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall ganz schnell hier zum Edeka gefahren, wo ich immer einkaufen gehe. Und zwar das Problem ist jetzt folgendes. Es sind nur noch ganz wenige Stellen von meiner Handynummer, die noch fehlen. Und ja, ich weiß... 0171643954239. Noch zwei Nummern fehlen, ne? Ja schon, er hat die Handynummer, derjenige, der das gemacht hat. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall ganz schnell hier zu den Eierköpfen, wie auch immer, Leute. Und guck mal, ob dort irgendwie was ist. Ja, ich habe ein richtiges Problem gleich. So, Leute, hier haben wir auf jeden Fall die ganzen Eier am Start. Die einzelnen zumindest in Farbe, wegen Ostern. Aber Bro, ich sehe hier auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal nichts. Aber vielleicht ist es ein bisschen besser versteckt, Leute. Ich weiß nicht, hier haben wir auch noch so Ostereier. Oder vielleicht ist es jetzt doch bei den normalen Eiern. Wir gucken auf jeden Fall mal da. Boah, Leute, hier haben wir auch noch richtig viele. Schaut mal. Das sind solche ganz... Stimmt, Sonntag ist Ostern, ne, Chat? Eier hier. Aber, ja, ich guck nochmal gleich auf der anderen Seite. Okay, Leute, jetzt sind wir hier bei den anderen Eiern. Bro, ich habe echt gar keinen Plan, Bro. Ich kann jetzt nur so ein paar öffnen und eben halt reingucken, ne? Ich bin richtig verloren, sage ich euch. Alter, Leute, ich habe hier schon viel alles geöffnet, Bro. Hier ist nur immer so ein komischer Zettel drin, irgendwie. So Salz oder so ist da immer nur so drin, Leute. So. Oh, lol. Digga, und wir haben es gefunden. Bro, okay. Meine Handynummer ist auf jeden Fall jetzt komplett. Ihr seht sie mal eingeblendet, bis auf die letzten vier Ziffern. Die tue ich natürlich verpixeln. Okay, das Problem ist, Leute, wir haben jetzt hier keinen weiteren Hinweis. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Ich habe aber irgendwie eine Vermutung, wegen diesen Eiern und wegen diesem Takis und Prime, wer das... Ey, seine Haare haben richtig viel Spliss irgendwie. Also so... Ganze sein können. Was ich meine? So vereinzelt gehen die so hoch. Richtig krass aber. Deswegen, ich werde jetzt mal Kevin anrufen gleich, weil der war das zu 100%, sage ich euch. Chat, nicht anrufen, das ist nicht seine Nummer. Ey, so dumm wird der Typ nicht sein. Ruf mal an, Hamed. Soll ich mal gucken, von wem das die Nummer ist? Irgendwen hat der Hops genommen. Von irgendwem könnte es ja sogar die Nummer sein, theoretisch. Wisst ihr, wie ich meine? Wie rufe ich denn anonym an? Was muss man für eine Vorwahl machen, damit nicht, dass meine Nummer rauskommt am Ende? Am Ende ist das irgendein Freund von ihm und er hat dann meine Nummer. Wie plus irgendwas muss ich eingeben, ne? Plus. Hashtag. 31 Hashtag. Okay. Hashtag 31 Hashtag 0171 6439. War das 20 oder 02? 0211, ne? Okay, ich rufe an. Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Gibt es nicht mal. Leute, langsam rennt mir hier die Zeit davon. 15.40 Uhr haben wir. Und ich muss jetzt langsam ganz, ganz schnell irgendwas machen. Ich werde jetzt einfach Kevin anrufen, Leute. Und dann schauen wir mal, was er sagen wird. Hallo? Hallo, Lukas. Ja, oh, Kevin. Moin. Und zwar,
Moin. Es versucht jemand, meine Nummer zu leaken. Und Bro, ich wurde jetzt durch die halbe Weltgeschichte hier durchgeführt. Ich bin jetzt hier gerade am Straßenrand und ich bin richtig sauer, weil ich glaube, du bist das nämlich. Hä? Nee, wie sollte ich das sein? Ja, Bro, ich war im Candy Store und er hat gesagt, das war jemand, der relativ groß war, ja? Dann Takis und Prime musste ich gucken und dann musste ich jetzt eben noch bei den Eiern gucken. Langsam wird das ein bisschen auffällig, dass du das bist. Hä, hast du mal an Osterhasen oder so gedacht? Ist doch bald Ostern und der will dann, weißt du, da Süßigkeiten... Lol, es war der Osterhase! ...am Süßigkeitenladen eingekauft, wieso verdächtigst du denn mich? Ich hab damit nichts zu tun. Also du bist das wirklich nicht gewesen, weil du hast einen ganz guten Grund, ne, den Burger Pommes Tong nicht zu mögen. Nee, das weißt du doch, ich hab da doch schon mit abgeschlossen, Lukas. Ich würde eher einen Osterhase oder sowas verdächtigen, also Bro. Ich meine, da bist du jetzt irgendwie... Der hat gesagt, wenn bis 18 Uhr ich nicht den Burger-Pommes-Song lösche, dann wird meine Nummer geleakt, Mann. Ja, dann würde ich mich an deiner Stelle ein bisschen ranhalten, oder? Digga, ey, ich bin richtig sauer, sag ich dir, aber okay. Lukas, ich muss aber jetzt auch erstmal wieder auflegen, weil ich habe noch ein wichtiges Gespräch gleich, also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hoffe, dass du deine Nummer da irgendwie retten kannst, ne? Ja, okay. Dann, danke, ne? Bis dann, ne? Ciao, ciao. Ciao. Leute, ich sag euch, Kevin sagt, er war es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was dran faul ist. Ich weiß es aber wirklich nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal nach Hause und mache mir nochmal ein paar Gedanken im Kopf und überlege nochmal. Und dann bis gleich. Hey Leute, ich wollte jetzt gerade hier in die Wohnung reingehen. Und Bro, jetzt lag das vor meiner Wohnungstür. Ich werde hier auf jeden Fall geisteskrank hops genommen von irgendjemandem. Also, ich meine, das sieht auf jeden Fall so aus wie Koordinaten, würde ich sagen, Leute. Und ich würde sagen... Puder Koordinaten, Bro. Er hat sich wirklich von Prank Bros inspirieren lassen. Blade, danke für deinen 7. Ja, ich tue jetzt mal aus Sicherheitsgründen ein bisschen was verpixeln. Also ihr seht jetzt nur die erste Zahl komplett, die zweite ist verpixelt. Nicht, dass das irgendwie Koordinaten sind von irgendeinem privaten Ort oder whatever. Leute, ich werde das Ganze jetzt eingeben ins Handy und werde mal dahin fahren und hoffe einfach, dass das Ganze sich dann irgendwie aufklärt. Dass das echt nur ein schlechter Scherz war. Und ich würde sagen, let's go. So Leute, wir sind jetzt tatsächlich in den Wald geführt worden von den Koordinaten. Ich habe natürlich die ganze Zeit hier mein anderes Handy noch am Start, Leute. Und damit überprüfe ich das Ganze. Und ich muss jetzt circa 100 Meter in diese Richtung. Wir sind hier übrigens... Oh mein Gott, Leute. Einer schreibt in mein Chat, Karma. Karma schreibt in mein Chat, Hamed, er lügt. Alter, Bruder, er lügt nicht, Bro. Digga, da ist wer, der versucht, seine Nummer zu leaken, Bro. Was für er lügt. Leute, könnt ihr es ihm einmal kurz erklären, bitte? Könnt ihr es ihm einmal bitte kurz erklären? Auf so einem Spielplatz oder sowas. Es ist real. Ja, guckt im Chat. Es ist real. Alles wahr. Bald. Also ich habe hier schon mal tatsächlich ein Video gedreht gehabt. Und deswegen, bin ich umso gespannter, wo das Ganze jetzt sein wird. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin. So Leute, da hinten ist auf jeden Fall das Ganze so 20, 30 Meter jetzt. Ich bin jetzt schon ein bisschen weiter gelaufen. Hier ist auch so eine Rutsche und sowas. Und jetzt schauen wir mal, ob hier, das Ergebnis liegt. Warte mal, ich muss da glaube ich nochmal hier außen rumgehen. Bro, ey, im Wald ist immer so ein bisschen schwierig, Leute. Ein bisschen gruselig. Aber ich bin tatsächlich noch vor 18 Uhr. Ganz knapp und wir schauen jetzt mal. So Leute, und zwar, jetzt sehen wir es, da muss es irgendwo sein. Hier bei diesem Mini-Fußballplatz. Ja, das sieht irgendwie voll cool aus, aber... Oh, Leute. So ein versteckter Fußballplatz einfach. Richtig gespannt auf jeden Fall. Also da war der Fußballplatz, allerdings zeigt es mir jetzt doch an, es hat sich eben nochmal neu reguliert, dass wir das hier finden müssen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt. Hier sind solche so Geräte... Draw und so weiter. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich hier nichts filme, was ich nicht filmen darf. Ich filme natürlich jetzt hier nur mich oder beziehungsweise das, was ich vielleicht finde. Genau, Leute. Hier genau da muss es irgendwo sein. So, Leute. Schauen wir mal. Oh mein Gott. Digga, da liegt mitten in den Brennnesseln. Oh mein Gott, schaut mal diese Dornen. Ich muss richtig aufpassen. Liegt hier diese Box. Oh mein Gott, Digga, die Burger-Pommes-Brot-Box. Die Burger Pommes Brotbox. Er verkauft einfach Brotboxen, Digga. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, Leute. Der Typ ist aber Geschäftsmann. Ich geh jetzt hier erstmal beiseite. Bro, das geht langsam in eine ganz komische Richtung alles, sage ich euch. Da hinten ist so eine Bank. Ich setze mich da mal auf jeden Fall hin. Ey, ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, so langsam.
Leute, hier ist eine Bank. Da setzen wir uns jetzt mal hin. Gucken, was drin ist. Ich würde sagen, Bruder, ich habe echt Angst, dass hier irgendwas Lebendes oder so drin ist. 3, 2, 1. Digga, da ist Kevin drin. Bro, das ist ein iPhone. Hä? Digga, das ist einfach ein iPhone, Junge. Bro. Ey, sag mir jetzt nicht, dass das Kevin war. Was geht, Lukas, du alte Melone? Hier ist der Eierkopf. Ich wollte mich jetzt einfach mal... Hä? ...für deinen Dis... Warte. Bro, das war jetzt wirklich Kevin, oder was? Ich wollte mich jetzt einfach mal rächen für deinen Diss in dem Burger-Pommes-Song. Hä? Und natürlich Spaß beiseite. Ich werde deine Nummer nicht wirklich veröffentlichen. Was? Aber trotzdem hoffe ich, dass... Was? ...dass du Angst hattest. Bro, Kevin, das ist maximal ehrenlos, Junge. Jetzt check ich auch das Ganze. Jetzt passt alles zusammen. Der hat mich einfach angelogen beim Telefonat, Junge. Okay, das bedeutet, oh mein Gott, Digga, mir fällt ein Stein vom Herzen, aber Kevin, das war... Boah, zum Glück, Jungs. Oh mein Gott, Digga, oh shit, Bro. Zum Glück einfach, nicht geleakt worden. Das ist ehrenlos, ich werde mich dafür sowas von rächen, sage ich dir. Richtig, Leute, Bro. Auf jeden Fall richtig krass. Jetzt macht alles Sinn mit dem Eierkopf-Ding. Stimmt, er jetzt hasst den alles Song Sinn. Natürlich, weil er gedisst wurde in dem Song. Und Tankish und Prime, jetzt ergibt alles Sinn. Oh mein Gott. Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao. Schauspieler von Hilf mir sollten besser bei RTL bleiben. Clickbait ist seine Schrift. RTL sucht Schauspieler. Nein, Lukas startet jetzt wirklich mit diesem Content. Es ist endgültig zu Ende. Bro macht Sky Guy nach. Sky Guy. Ey, geil, Chat. Geil. Wer ist eigentlich dieser Typ aus den Ding-Videos? Aus deren Videos, dieser kleine Junge. Wie heißt dieser kleine Junge, Chat? Hat der auch einen eigenen Kanal? Leute, wir sind gerade, wie man uns erkennen kann, in Berlin, ja. Und wir haben uns überlegt, Leute, wir wollen heute Nader und den Dowie treffen. Und wir werden alles daran setzen, dass wir ihn treffen werden, Leute. Deswegen lasst gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben, da wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, macht es sofort, Leute, alle abonnieren. Vergesst aber nicht, kauft den Merch, Leute. Also Merch stark limitiert auf 1000. Hier sieht auf dem Merch auch drauf, Leute. Richtig geil. Ja, und wie gesagt, auf dem Kalender. Stark limitiert auf 1000. Das ist ein hohes Limit, Digga. Leontin, ey, das wird so schwierig heute, den zu treffen. Ey, meinst du, treffen den? Boah, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Wenn die 1000 ausverkauft haben, dann haben die echt viel verkauft. Ich würde sagen, gucken erstmal in der Stadt ein bisschen rum. Ne? Vielleicht treffen wir den irgendwo. Fragen mal ein paar Leute, ob die Nada heute getroffen haben, ne? Ey, sollen wir die Chindawi wohl essen? Ja, wäre eine gute Idee. Lass da mal hingehen, ne? Let's go, Leute, dann gehen wir da jetzt hin. Vielleicht treffen wir den da, dann fetzt er vielleicht auch die Bullen weg, ne? So, Leontin. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Wonderwaffel, essen dann da dann schon Dowie Bowl, ne? Ja. Und wir hoffen, dass er da ist. Wir müssen ja immer irgendwie... Ich sag ehrlich, bisher finde ich den süß, sag ich ehrlich. Orten gehen, wo er sein könnte. Und dann fetzt er mal sein Essen weg, gucken, was gut ist, ne? Ich sollte mir für ihn Tacky von Prime und so abholen. Ja, das könnten wir, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, wenn wir einen Plan haben, wo er sein könnte, können wir auch noch Tacky von Prime und so holen, ne? Ja. Lass jetzt erstmal das Essen. Was? Absolut cringe. Ja, Bruder, er ist ein kleiner Junge. Hast du das schon mal? Nein. Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ein Jindawi Bowl ist. Ich weiß nicht. Was denn? Das ist so... Natürlich cringet euch das an oder ihr findet das so ein bisschen unangenehm und so. Der ist... Wie alt ist er? 12? Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich sag euch ehrlich, meine kleine Schwester bringt auch keine besseren Witze oder redet krass anders oder so. Der erinnert mich unnormal. Das ist so ein Pudding. An meine Schwester. Ein Pudding? Ja. Wow, let's go, dann lass den Pudding. Das ist 8, 9. So, Leontin, lass mal hier rein. Digga, noch krasser. Angekommen, ne? Das ist 8, ich bin mal gespannt, ob die das haben. So, Leute, wir sind jetzt hier drin, vielleicht treffen wir den ja auch. Wow. Was ist denn da? Ey, Jindawi Bowl, ja, das ist richtig nice. Lass die mal testen, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen die jetzt erstmal und dann testen wir die mal. Und vielleicht kommt der jetzt ja auch noch hierher, ne? Ich hätte gerne zweimal diese Jindawi Bowl. Hast du den Schokolade wieder zu haben? Leontin, willst du Schokolade? Leontin hat einen Account mit 100.000. Kann gar nicht sein. Wenn, dann haben seine Eltern einen Account mit 100.000, Chat. In dem Alter darf man keinen YouTube-Account haben. Wieder zu haben? Ja. Okay, einmal mit, einmal ohne. Doch, er hat Account. Ja, aber dann wird er von seinen Eltern geführt. Der läuft unter, über, hi, guckt hier, hi Leute, dieser Kanal wird von den Eltern geführt. Das muss da stehen, der darf keinen eigenen Kanal haben. So, Leontin, wir warten. Doch, ja, Bruder, steht da direkt. Jetzt auf unser Essen, mal gucken, ob Nada auch kommt, ne? Wir haben ja zwei Bowls bestellt, ich will eigentlich keine. Ich
habe schon gegessen, habe für ihn auch gleich eine mitbestellt. Was habe ich auch noch für ihn geholt? Kann er sich hier hinsetzen, wenn der kommt? So Leute, unser Bowl ist jetzt da. Hier, das ist meine. Oh ne, die gehört mir. Schaut mal, Jindawi Bowl. Boah, richtig geil, ey. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du die finden wirst. Schau hier. Ja. Ey, du hast einen Schokoladenlöffel übrigens, ich nicht. Ich tue die Teste auch mal. Boah, die ist richtig lecker. Also wirklich jetzt. Wow. Boah, geisteskrank lecker. Er redet ein bisschen wie Alphastein. Er redet ein bisschen wie Alphastein einfach. Immer zu lecker schmecken. Jetzt habe ich seine Bowl aufgegessen, ist mir gerade aufgefallen. So Leute, wir haben jetzt aufgegessen. Komplett fertig. Der kommt hier einfach auch nicht her, wir haben gerade schon gefragt. Keine Chance. Ich würde sagen, wir gucken erstmal auf Instagram oder so, wo der ist. Und sind jetzt dann gleich wieder, was wir jetzt machen. Let's go, Freunde. So Leute, wir haben jetzt gerade auf Insta bei Nada geguckt. Und Leontin hat nämlich gesehen, dass er in der Pizzeria war, gerade essen. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt erstmal hin, vielleicht treffen wir den. Wow, vor 55 Minuten gepostet, er geht trotzdem noch hin. Jetzt, ja, ey, das wäre so krass. Aber wir haben eigentlich noch gar keine Geschenke für ihn, aber... Ey, das wäre dein größter Traum, ne? Sei ehrlich. Ja. Ey, ich sag dir ehrlich, ich mag die Familie echt... Sein größter Traum, oder? Sei ehrlich. Ja. Komplett gern. Ich schau immer alle Videos. Sie sind authentisch. Richtig geil. Also, die filmen einfach nur ihr Alltag und... Ist einfach nice, oder, Leontin? Ja. Wen findest du am besten von der Fam? Was? Wen findest du am besten von den ganzen? Nada. Ja? Also ich sag dir ehrlich, ich finde Imani am besten. Die ist einfach so klein noch und weiß schon genau, was sie will. Und ist einfach total lustig. Aber die Mutter, die ist auch cool. Und ich würde sagen, lass mal gucken, vielleicht chatten wir jetzt. Cool. Ja, die sind alle cool. Let's go, Leute. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach der Pizzeria. Wir müssen jetzt echt beeilen. Die sind jetzt gerade eingeblendet. Da müssen die sein. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen, hier bei dem Restaurant. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rein und gucken, ob der noch da ist. Hier ist das. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt gerade drinnen gewesen. Hier und Tina hat auch mit dem Chef geredet, der ist vor 5 Minuten abgehauen, ne? Ja. Ey, du hättest fast Nada getroffen, Leute, vor 5 Minuten war er hier. Ich würde sagen, können wir nichts machen, ne? Ja, Bruder, ich bin so traurig. Die ganzen Süßigkeiten freuen, Leute. Aber Imani ist leider nicht dabei. Genau. Ey, Leute, das ist mein größter Traum, ihn zu treffen, jetzt sehe ich ihn. Alter, das ist richtig krass. Oh, ich hab gesehen, oh. Oh, ich glaube, der ist richtig umgehauen worden. Corazon, danke für deinen 7. Oder? Für den Resub im 7. Oh, shit, ey, hoffentlich ist er nicht verletzt. Doch, doch, das war er. Shit. Sag mal ehrlich, 1 bis 10, wie sehr tat das weh? Was meinst du? Ich glaube richtig. Leute, schau mal, er trägt ja das Tor weg. So, Leontin, das Training ist ja jetzt gleich vorbei, ne? Die kommen jetzt hier schon. Ja? Die ersten sind schon gegangen. Wir warten jetzt erstmal, bis die kommen, ne? Ja, ja. Hast du Lust? Ja. Gehen die da lang, oder was? Leontin ist so aufgeregt, kann ja überhaupt gar nicht schlafen, konnte er die ganze Zeit, ne? So, Leute, jetzt wird ein kleiner Junge Nalan Jindawi treffen. Da vorne läuft er. 1 bis 10, wie sehr freust du dich? Richtig. Bist du aufgeregt? Ja. Ey Leute, ich bin auch ultra aufgeregt. Kannst du das jetzt mal kommen? Guck mal, da ist er. Da ist er. Hallo, wie geht's euch? Hallo. Hi. Ich wusste von dir. Schau, ich hab dir auch was mitgebracht. Echt, was denn? Du siehst dich. Danke. Danke, Mann, danke. Hier, ja, die ganze Tüte ist für dich. Die ganze Tüte ist für dich? Ja, alles für dich, haben wir dir extra geholt. Ja, krass, danke. Leontin, sag mal, von wo wir herkommen. Wir kommen von Mannheim und... Echt? Ja. Extra wegen mir? Ja, ja. Mit den Süßigkeiten? Ja, fürs Video. Oh, danke, Mann. Sehr schön, ja? Ja, wir haben... Viel Erfolg weiterhin. Gerne. Es ist mir eine Ehre, dass du gekommen bist, ja? Okay. Leontin, ja, merke ich mir. Ich habe einen echten Superstar getroffen. Könnt ihr noch ein Foto machen? Ja, natürlich, Mann. Okay, Leontin. Wie korrekt ist Nader aber? Wie korrekt ist er? Ich stelle dich daneben. Hey, danke, Mann. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen ein bisschen beiseite gehen eben. Nicht, dass er die umfährt, ne? Ja, ja. Sehr gefreut. Super, wir haben zu danken. Ey, vielen Dank nochmal, ne? Warte, ich darf leider nicht so viel wegnehmen. Ja. Du kriegst meinen Schal. Boah, cool. Geil. Dankeschön. Ey, vielen Dank, ne? Sehr gerne. Ciao, ciao, dann mach's gut, ne? Vielleicht kommst du mal zum Spiel vorbei. Ja, können wir machen. Wenn ich dann sehe, dann kriegst du auch mal ein Trikot. Kannst du mich im Video grüßen? Also, ich kann es nicht versprechen. Okay. Leontin, ne? Ja. Okay, danke, ne? Ey, Leontin. Stell dir vor, neues Jindawi-Video. Bevor das Video losgeht, schöne Grüße an Leontin, Alter. Ich hab den getroffen. Er wollte, dass ich ihn grüße. Leute, lasst auch einen Daumen nach oben und Hashtag Glocke aktiv in den Kommentaren, um gegrüßt zu werden im nächsten Video. Richtig krass, zeig mal, was du bekommen hast. Ich hab einfach seinen Schal bekommen. Boah, Alter, zeig mal. Boah, ist ja richtig cool, ne? Alter. 1 bis 10, wie sehr freust du dich? Richtig. Ja, ist ja richtig geil. Richtig. Ey, das ist ja richtig krass. Du bist eine richtige Maschine. Komm, geh mal beiseite, die Autos fahren da. Ey, der hat auch gesagt, dass wenn du mal zum Spiel gehen willst, ich kriegst du auch sein Trikot. Alter. Ey, du hast mir noch gar nicht gesagt, dass du auch sein Trikot anhast. Schau mal.
Oh, Glück gehabt. Er hat es an. Das Trikot von dir. Die haben gar keine Wahl, leider haben vergessen mich. Über euer was? Über unser Merch. Wir haben Merch. Dein Merch? Ja. Der richtige Star, der Merch. Ja. Vielen Dank nochmal, ne? Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Ciao, ciao, mach's gut. Let's go, Leute. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ey, ciao, du bist der Beste. Ich würde sagen, Leute, lasst den fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Ey, Leontin, du hast doch noch, der hat dich auch noch zum Spiel eingeladen, ne? Kannst doch noch Fußballstadion gehen. Richtiger Ehrenmann, wie viel Zeit er sich auch genommen hat, ne, für uns. Ja, der ist echt wirklich cool, Leute. So, wir warten jetzt noch mal ganz kurz. Aber Leute, da steht eben sein Auto. Denn Leontin wird noch mal das Trikot unterschrieben haben, ne? Junge, Bruder, der arme Nader, ja. Ich schwöre, die sprechen ihn an, die geben ihm Sachen. Die laufen ihm noch mal hinterher, die sagen, ey, Trikot, so, so, so. Jetzt gehen die noch mal zu seinem Auto, Bruder. Jetzt gehen die noch mal zu seinem Auto. Ist zu viel, Chat. Das ist zu viel, Bruder. Ja, nächster Step noch mal nach Hause gehen, oder was? Vielleicht hat er noch mal einen Stift oder so. So, Leontin. Er kommt jetzt gleich, Digga, und denkt so, Bruder, die sind schon wieder da. Die sind schon wieder da, denkt er sich gleich. Willst du jetzt auch mal schnell das Trick unterschrieben haben, ne? Leute, ganz wichtig, wir gehen jetzt da hier nochmal in den Hertha-Shop rein und holen nochmal ganz schnell ein Edding. Der Nader, der duscht jetzt gerade nochmal in der Runde. Duschen. So, Leute. Digga, hey, geht doch in die Dusche, Digga. Geht doch in die Dusche. Frag ihn. Haben wir jetzt am Start hier. Ist 3000 stark ist der. Wie lange warten wir jetzt schon? Es ist mittlerweile schon dunkel geworden, ne? So, Leute, wir haben ihn jetzt auch nochmal gefunden. So, Leontin, jetzt kriegst du das Trikot nochmal. Er sagt, wir haben ihn jetzt doch nochmal gefunden. Bruder, ihr habt vor seinem Auto gewartet. Wie gefunden, Bruder? Er muss dann nach Hause fahren. Weil du im Regen nochmal gewartet hast. Hast du verdient. So, wo willst du hin? Einfach in die Mitte, ja? Sehr nice. Ab ins Trockene, nicht, dass du noch krank bist. Nimm das Schiff wieder. Okay, danke nochmal, ne? Alles Gute, euch. Perfekt. Einfach noch dreimal gesagt, danke nochmal. Aber ey, Nader hat sehr, sehr korrekt reagiert, muss man sagen. Sehr, sehr korrekt.